Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei Die Siedler 5. So. Und es ist eine Weile her, dass was gekommen ist. Windows 10 war schuld. Kann ich nichts für, war Windows 10 dran schuld, hat den Windows Movie Maker gekillt. Konnte ich nichts mehr rendern. Die ganzen AVI-Dateien, die Fraps ausgeworfen hat, wurden nicht akzeptiert. Habe ich eine Alternative zur Hand geholt und das war Sony Vegas Schlag mich tot Nummer. Was weiß ich gerade? Ich weiß gerade nicht mal von wann oder woher ich das genau habe. Muss ich mir irgendwann mal gekauft haben und ich erinnere mich überhaupt an gar nichts. Keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt mehrere Soundspuren dabei und ich kann jetzt auch jede einzelne Soundspur einzeln regulieren. Das heißt, tschüss zu leiser Sound. Hoffe ich. Ich hoffe, ich versau jetzt nicht einfach irgendwie beim Schneiden das Abmischen. Das wird ziemlich beschissen. Aber wie gesagt, wir wollen ja nicht verweilen bei dem, was gewesen ist und weitergehen zu dem, was jetzt gerade ist. Und zwar die nächste Mission, die nämlich viel Wert auf Nachbarschaft legt. Das heißt, wir ziehen unsere alten Gärten hoch und streiten uns mit unseren Nachbarn über Grundstücke und Ausmaße und Hecken. Und es geht dann so weit, dass wir unseren Nachbarn Molotov-Cocktails in den Garten schmeißen und sie mit Ferngläsern beobachten, ob sie nicht irgendwas falsch machen, damit wir sie anzeigen können, wegen Lärmbelästigung. Und genau aus diesen Gründen, weil das inzwischen so weit fortgeschritten ist, steht jetzt erstmal ein Großangriff der Barbaren bevor und erfordert schnelles Handeln. Die gesamte Region droht im Chaos zu versinken und die bedrängten Dörfer müssen dem Angriff gemeinsam standhalten, bis Hilfe naht. Ein Szenario, das wir bisher schon oft gehabt haben. Wir müssen standhalten, bis irgendwo Hilfe kommt. Na dann, Karte starten, lass machen. Wieder den Ladebildschirm, von dem ich überzeugt bin, dass es eine Map geben sollte, die genau so aussieht. Und wir warten noch. Wie üblich rede ich nicht während des Ladebildschirms, denn ich laufe immer Gefahr, direkt in die Sequenzen reinzulabern, die ohne Vorwarten passiert. Die Barbaren hielten nicht inne. Ganz im Gegenteil. Mäh. Haha, Drake, der große Schafhirte. Ja, lach doch nur, Yuki, ich bin Drake und ich bin voll interessant. Aber wenn man mich über mich als Schafhirten berichten wird, dann fällt dein Name als zweites. Du hast recht. Verschwindet! Los, haut ab, Schäfchen! Weg mit euch! Ich würde vorschlagen, macht euch einen Braten draus. Schmeckt gut. Womit habe ich das verdient? Ich bin doch nur Drake. Ich bin voll interessant. Mit meiner Frisur und meinem Gewehr. Alarm! Sie kommen! Wer? Die Barbaren? Na, wer denn sonst, du Spacko? Der Wald wimmelt von ihnen. Lass uns keine Zeit verlieren. Hauptmann Victor muss umgehend informiert werden. Okay. Gut. In der Nähe steht ein Leuchtturm. Wenn wir ihn rechtzeitig erreichen, können wir ein Leuchtsignal an Fort Nogersund absetzen. Gleichzeitig alarmieren wir die umliegenden Dörfer. Wir sollten uns aber vorher noch im Dorf nach Verstärkungen umsehen, denn alleine werden wir kaum eine Chance haben. Schön, dass dieser Waldarbeiter einfach alles weiß. Immer diese neun einmal klugen NPCs hier in der Region. Verdammt, ich bin direkt voll interessant. Wenn wir hier Schafe hüten, hat der Feind die Zeit besser genutzt. Rasch zum Leuchtturm. Hoffentlich besitzt das Dorf auch genügend mutige Männer, die uns begleiten werden. Ja, ja. Aber gell? So. Jetzt natürlich, wie üblich, erstmal einen Quicksave machen. Nicht, dass wir gleich irgendwie verloren haben und den ganzen Scheiß nochmal von vorne machen müssen. Ist in Ordnung.
Und wir haben hier nichts Kenny offenbar. Als das. Mit Vergnügen. Huch, ich hätte gehört, dass sich barbarische Orden nähern. Da wäre es doch vernünftig, dich zurückzuziehen, oder? Meine Männer sind auch schon fertig zum Abmarsch. Nein, kein Rückzug. Und ihr seid euch wirklich sicher, dass es nicht klüger wäre? Na gut, wir kommen ja schon. Hätte ich doch bloß verweigert, hätte ich mein Zivi gemacht. Jawohl. In Yuki, Ordnung. Wo ist Yuki? Dahinter. Ja. Kollegen hier schicken wir mal zur Burg. Na gut. Oder hier zur Brücke. Ich glaube, bei dieser Map werden wir übrigens nicht in der Lage sein, die ganze Map zu erkunden. Tut mir leid, aber das ist offenkundig nicht vorgesehen hier. Seid unbesorgt. Wir erledigen das, ja. Denn diese Map ist hart. Oh nein, die Barbaren sind uns zuvor gekommen. Ihr müsst verhindern, dass der Leuchtturm zerstört wird. Oder alles ist verloren. Na super. Dafür sind wir genau die Richtigen. Los, gleich, du bist voll interessant, du machst das. Glaubt nicht, ihr könnt mir entkommen. Okay, der Feldwebel ist direkt krepiert, wie es aussieht. Jörg, der Feldwebel ist direkt krepiert, feige Sau. Auch noch. Bis in den Tod. Und unsere Soldaten beginnen jetzt auch zu krepieren allmählich. Ich würde sagen, Yuki, tu mal Feuerwerk. Das kann ich. So, jetzt alle auf den. Aber gern. Einer eurer Helden wird angegriffen. Also, von Brennende Ufer war das, soweit ich mich entsinne, die härteste Mission. Ich tue mein Bestes. Es könnte sogar sein, dass es von allen Legenden die härteste Mission ist. Einfach nur, weil sie anstrengend ist. Wunderbar, der Leuchtturm ist... Wunderbar, der Leuchtturm ist aktiviert und wird nun das Signal absetzen. Fort Nogas und antwortet, dass in 45 Minuten mit Nachschub über die Hauptstraße zu rechnen ist. Außerdem werden uns die umliegenden Dörfer regelmäßig mit Truppen ausstatten. Die naheliegende Militärbasis beginnt sofort mit der Mobilmachung und wird uns in unserem Kampf mit Schwertkämpfern und Bogenschützen unterstützen. Das Dorf Rohan besitzt eine berühmte Pferdezucht, es heißt nicht Rohan, es heißt Rohan, und wird uns berittene Kämpfer bereitstellen. Der Ort Bergen meldet, dass unverzüglich mit der Produktion von Kanonen begonnen wird. Das ist hervorragend. Wir werden eine ansehnliche Streitmacht aufbringen können, um die Barbaren die Stirn zu bieten. Solange wir die einzige Burg in der Region halten können, haben wir eine Chance. Rohstoffe haben wir zwar keine, aber unsere Leibwächter können Reparaturen durchführen oder zu den Waffen gerufen werden. Vermeidet unter allen Umständen den offenen Schlagabtausch mit dem Feind. Dafür ist er viel zu stark. Versucht stattdessen den Vormarsch des Gegners mit Engpässen wie zum Beispiel Brücken zu verlangsamen. Zieht euch langsam zurück und lasst den Gegner kommen. Der Leuchtturm hat nur seine Schuldigkeit getan und muss nicht länger verteidigt werden. Zieht eure Truppen zusammen und bereitet euch auf den Vormarsch des Feindes vor. Haltet durch, bis die Verstärkung aus Fort Nogasund eintrifft. Ihr habt okay. Eine neue Herausforderung Quick Save. Erhalten. Ich finde es natürlich wunderbar, wie die NPCs natürlich wieder völlig neunmal klug sind. Okay, erste Aktion, wir verteidigen diese Brücke. Rohan wird uns unterstützen. Hier ist noch eine Brücke, die wir verteidigen. Nein, wir müssen diese Brücke nicht verteidigen. Wir müssen die andere Brücke verteidigen. Die hier, die führt nämlich zu unserer Burg, soweit ich das sehe. Seid unbesorgt. Glaube ich. Wir wissen halt nicht, von wo der Gegner kommt. Was ziemlich beschissen ist. Ich würde sagen, er kommt einfach von überall. Aufträge. Alarm, geht zum Leuchtturm, um den Leuchtsignalen. Warte, auf Pause drücken, damit nichts passiert. Geht zum Leuchtturm, um mit Leuchtsignalen die umliegenden Dörfer um Fort Nogasund zu alarmieren. Schaut euch vorher noch im Dorf nach Verstärkung um, denn alleine werdet ihr kaum eine Chance haben, falls ihr auf Gegner stoßen solltet. Nicht Druck. So. Der Leuchtturm darf auf keinen Fall von dem Barbaren zerstört werden, vor allem nicht die Angreifer. Auch wenn das Land im Chaos versinkt, eure Burg muss den Angriffen standhalten. Wird sie zerstört, gibt es keine Hoffnung mehr. Vermeidet unter allen Umständen einen offenen Schlagabtausch, dafür ist er viel zu stark. Ja.
Euer Wunsch ist mir Befehl. Der Tag der Abrechnung. So, erstmal warten. Sollt werden gezahlt. Wir müssen erstmal Truppen zusammenbekommen. Achso, so ist das mit der Brückenverteilung. Ah, jetzt verstehe ich das. Wir müssen erst diese Brücke halten, glaube ich. Und wir uns weiter mit Truppen ausstatten. Sobald die Dörfer überrannt wurden, ziehen wir uns zurück zu dieser Brücke. In den Kreis des Ballistaturms. Ein Verbündeter ist in Schwierigkeiten. Jupp, die sind viel zu stark für uns mit diesen Wölfen. Blindenhunden. Die schicken eine riesige Armee an Blindenhunden. Ich verwechsel das immer wieder. Wo bleiben unsere Truppen? Ich hätte gerne welche. Würdet ihr bitte mal hinne machen? Ja, und die machen einfach weiter den Alltag. Kein Problem. Die Schafe, die scheinen auch sehr unbekümmert zu sein. Wir kümmern uns darum. Hua! Erschreckt mich doch nicht so. Das kann ich. Seid unbesorgt. Die lassen wir erstmal in Reserve zurück. Wenn wir ein paar Bogenschützen brauchen, dann kommen die. Das Problem ist, wir können jetzt auch keine Erkundungstouren durchführen. Doch, wir schicken uns Leibe hier. Ha! Gern. Mensch, Mensch, Mensch. So, das ist jetzt. Ist in Ordnung. Kenny, guck dich mal um. Vielleicht findest Eure du irgendwo bezahlen ihre Steuern. Irgendwas, was uns helfen kann. Ja! Wo ist Kenny? Wo haben wir ihn jetzt hingeschickt? Da. Natürlich. Aber okay, Kenny ist Gruppe 9. Kein Problem. Ja. Weil wir keine Kundschafter haben, ist Kenny unser Kundschafterersatz. Ja. Okay, ich glaube, hier finden wir erstmal nichts. Wir sollten erstmal. Wird gemacht. Ach, Mann! Das kann ich. So, wir sammeln uns bei der ersten Brücke. Wir kümmern uns darum. Bei den Blazertürmen. Ist mir Befehl. Okay, als nächstes dürfte dann eine Kanone fertig werden. So, wichtig, dass wir die Wege kennen, die unsere Truppen gehen. Was geht denn hier ab? Seid unbesorgt. Oh, Truppenschützen. Und dann müssen wir schnell hier rüber. So soll nein, es sein. Nein, nein, das nein, nein, nein. Wir treffen uns hier alle hinter dieser Brücke. Ja. Ach, Kenny. Sicherert. Wir müssen sicherstellen, dass die Kanonen, die wir erhalten, auch gut ankommen. Okay, als nächstes dann Schwertkämpfer, dann kriegen wir wohl als nächstes noch einen Trupp. Ah, okay. Scheiß auf irgendwelchen irgendwelche Rhythmen. Ja. Das passt schon. Einfach drauf geschissen. Wir kriegen Truppen und freuen uns darüber. Wieso haben Barbaren Kanonen? Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Dazu äußere ich mich mal nicht. Komm, gleich kommt wieder. Einer eurer Arbeiter steckt in Okay, Kenny. Feinde greifen ihn an. Kenny ist tot. Können wir unsere Kanone irgendwie. Wo ist die Kanone? Jawohl. Jawohl. Okay, ich glaube, unsere Kanonenversorgung ist direkt abgeschnitten. Wie ihr wünscht. So soll es sein. Oh, Mann. Dafür sind wir genau die Richtigen. Nein, nicht genau tun. Die Richtigen. Dafür sind wir genau die Richtigen. Ah, scheiß drauf. Leert sie das okay, unsere Kanonen können wir vergessen. Ja. Schon mal gut zu wissen, dass die Kanonen voll von Arsch sind. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Was soll das denn mit den Kanonen?
wenn man Leib irgendwie verloren wird. Nichts. Naja, zum Glück ziehen die Barbaren offenbar nicht auf einen Schlag durch. Ansonsten werden wir jetzt ziemlich gearscht. Okay, wir müssen also 45 Minuten lang durchhalten. Das dürfte die Dauer mit dieser Mission ziemlich beschränken. Okay, direkt rüberholen. So soll es sein. Das ist nicht gut. Wir ziehen uns weiter zurück. Scheiß auf diese Brücke. Der Feind attackiert eure Siedlung. Seid unbesorgt. Wir erledigen das. Armee 1. Neuer Sammelpunkt für diese Brücke hier. Es ist Zahltag. Denn was bringt es uns, diese Brücke zu halten, wenn der Gegner uns von hier aus in den Rücken fallen kann? Na, schlechte Idee, ganz schlechte Idee. Schön hier hinten bleiben. Wie ihr befehlt. Wie ihr befehlt. Wir lassen uns mal kurz zwei. Wir holen uns mal kurz zwei Leibeigene vorbei, damit wir diesen Turm halten können. Ah, ein paar Reiter. Reiter sind gut. So soll es sein. Reiter sind gut. Das kann ich. Auf Kanonen können wir, glaube ich, getrost verzichten, wenn es so aussieht. Auf in den Kampf! Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. So, wir müssen schön defensiv bleiben. Schön defensiv bleiben. Ja, mein Herr. Aber Drake darf ruhig die Schützen Seht verstärken. Seht mir zu und macht es genauso. Bis in den Tod. Wir kümmern uns darum. Okay, die können wir noch holen, oder? Jawohl. Auf in den Kampf. Die massakrieren auf jeden Fall schon mal unsere ganzen... Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Ihr seid Gruppe 0. Wir kümmern uns darum. Ja, eine eurer Verbündeten... Solange dieses Dorf noch nicht vernichtet ist, haben wir die Chance, uns hier erstmal verteidigen zu können. Fertig. Ja, ist gut. Die ziehen sich erstmal jetzt zurück und fällen ein bisschen Holz. Das ist Armee 1. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ob wir jetzt durchbrechen können zu den Kanonen? Das würde ich halt gerne wissen. Das kann ich. Probieren wir mal Yuki Vergnügen. Das machen. Ich gerne. Mach. Das ist echt ein Problem. Wir haben keine Kundschafter. Sicher, yep. Wir schicken einfach die Kanone und gucken, was passiert. Ja. Wobei, diese Kanone kann uns helfen. Wir versuchen, ja, die Kanone durchzueskortieren. Wobei, wir würden genau eine ganze Menge Truppen unter Umständen verlieren, ja, können. Wir erledigen das. Ich speichere vorher. Wird gemacht. So soll es sein. Wir kümmern uns darum. Wir warten die Kanonen hier an der Kreuzung. Wenn die Kanonen soweit durchkommen, dann ist das gut. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Kommt sie nicht. Okay, wir ziehen die Armee wieder zurück. Nein. Gern. Wird gemacht. Dann scheißen wir auf die Kanonen. Aber wir werden uns garantiert nicht jetzt aufs offene Jawohl. Feld begeben, um die paar Barbaren durchzubringen. Dafür sind unsere Infanterietruppen und die Kavallerie dann viel zu wichtig. Seid unbesorgt. Wir können natürlich probieren, diese Brücke noch eine Weile lang zu halten. Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Okay, wir müssen die Bogenschützen auf jeden Fall durchkriegen. Hier. Jawohl. Durchbrechen. Ja,
Wenn wir diese Brücke ein bisschen halten können, dann wäre das ganz gut. So wir soll haben jetzt... es sein. Na gut, dann probieren wir diese der Brücke zu halten. Rechnung. Steuern und soll. Okay, je weiter sein. Der Gegner vorrückt, desto... Wir kümmern uns darum. Ah, jetzt greifen die auch hier an. Okay, jetzt haben wir ein Problem. In Ordnung. Sofort.